thank mm -hmm. you Und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich habe euch in den letzten Wochen schon einige Uhren von Lilienthal, Berlin gezeigt. Eigentlich wollte ich nur noch eine einzige zeigen, aber dann kam diese hier über meinen Weg: die L1 Meteorit Chronograph. Ich musste meinem Schwager einmal richtig, richtig von Herzen Danke sagen und meine Schwester hat mich auf die Idee gebracht, dass er doch eine Uhr brauchen könnte und so sind wir auf die Lilienthal L1 Meteorit gekommen. Und mit dieser Uhr habe ich hundertprozentig ins Schwarze getroffen. Also er hat sich wirklich gefreut wie Bolle und da habe ich gedacht, ich zeige euch das auch mal und mich würde freuen, wenn ihr ein Like da lasst einfach kurz den Daumen anklicken. Das hilft bei einem Video, das hilft bei dem Kanal und euch kostet es nicht viel. Ja, mein Schwager ist jetzt nicht der ganz große Uhrenfanatiker, wie wir das vielleicht sind, aber er hat doch mehr als eine Uhr und freut sich immer mal wieder über eine neue Uhr, aber die sollte unkompliziert sein, gut aussehen, funktional sein und sie darf auch nicht über die Maßen teuer sein. Und alles das erfüllt die Lilienthal Berlin. Mit ihren 42,5 mm im Durchmesser, ihrer Bandanstoßbreite von 22, äh 20 mm, ihrer gesamten Bauhöhe von lediglich 10,3 mm kann man überhaupt nicht meckern. Eine Uhr, die am Arm wirklich richtig, richtig schön sitzt und mit dem Meteoritengestein auf der Permanentsekunde auch noch ein wirkliches Highlight hat, was auch nicht jede Uhr zu bieten hat. Mit dem ebenfalls gegreuten Meshband, Melaneseband wiegt sie 107 Gramm und gehört damit auch zu den leichteren Uhren. Schauen wir mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. In der Uhr verbaut ist übrigens ein Ronda 3540.D mit einer 1 Zehntel Stoppsekunde. Meine Larco Atlantic tue ich zur Seite und lege jetzt die Lilienthal L1 Meteorit Chrono an. Ich finde sie ist eine wunderschöne Uhr, die den Spagat schafft zwischen einer sportlichen Uhr, aber auch einer Uhr, die man sehr bequem zum Anzug und zu etwas besseren Gelegenheiten tragen kann, ohne allzu viel Geld auszugeben. Wo wir gerade beim Geld sind, die Uhr kostet Listenpreis 449 Euro. Allerdings gibt es auch immer mal wieder Discount-Codes und Angebote von Lilienthal, die sich zwischen 15 und 25 Prozent bewegen. Wer also ein bisschen sucht, ein bisschen guckt, kann diese Uhr garantiert auch viel günstiger als zum Listenpreis erwerben. Auf der Frontseite verbaut ist ein Mineralglas, allerdings schreibt Lilienthal Berlin es sei ein Saphir gehärtetes Mineralglas. Ich habe das ganze nicht getestet und ich werde es auch nicht testen. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht, wie alle Uhren von Lilienthal Berlin, das heißt duschen, schwimmen und sonstige Aktivitäten würde ich persönlich mit dieser Uhr nicht machen. Wobei es reichlich Berichte gibt, dass man mit einer 5 bar Uhr wohl auch problemlos duschen könnte. Ich tu's nicht, weil mein Ding wäre es nicht. Die Lilienthal Berlin hat, wie alle Kronos von Lilienthal, rechteckige Drücker, was ich sehr charmant finde und die versenkte Krone, so dass die Uhr in ihrem gesamten Auftreten sehr minimalistisch rüberkommt und das passt hervorragend in die gesamte Produktlinie von Lilienthal Berlin. Die Anzeige für die Stoppminuten ist auf 9 Uhr etwas kleiner gehalten und die Stoppsekunde und das zeige ich euch hier zeigt in der Tat Zehntelsekunden an auf der 12 Uhr Position Zehntelsekunden richtig deutlich gemessen und deutlich angezeigt das finde ich richtig charmant die Krone wie gesagt ist versenkt nicht verschraubt die Bänder sind mit Schnellwechselsystemen ausgestattet und die schließe ist lilienthal berlin signiert insgesamt finde ich die uhr für den preis wirklich gut verarbeitet man kann hier natürlich nicht die qualität erwarten von uhren die das drei vier fünf oder zehnfache kosten innerhalb des preissegmentes finde ich die uhr absolut okay das design spricht mich sehr an wenn ich jetzt äh, noch eine Quarzuhr in meiner Sammlung haben wollte, dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit bei Lilienthal Berlin schauen. Denn insgesamt spricht mich das Design, das Konzept an, die Bodenständigkeit in Berlin. Alles das mag ich in der Tat. Die Uhr ist auch mit Leuchtmasse versehen. Allerdings muss ich fairerweise sagen, nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ihr könnt hier sehen, die Indizes sind ganz, ganz leicht beleuchtet. Na, jetzt habe ich den Fokus verloren. Und die Zeiger sind ebenfalls beleuchtet. Es ist eben keine Toolwatch, sondern es ist eine etwas feinere sportliche Uhr. Damit muss man dann leben, ansonsten wären die Zeiger eben auch deutlich breiter geworden und das hätte nicht zum Gesamtdesign dieser Uhr gepasst. Ja, die Lilienthal Meteorit Chronograph ist limitiert auf 3.333 Stück. Klingt Irrsinnig viel und hört sich so an, als ob es gar keine echte Limitierung wäre, weil das ist ja doch eine ganze Menge Uhren. Allerdings sagt Lilienthal Berlin auf ihrer Homepage, dass bereits 83% dieser Uhren verkauft sind. Ganz offensichtlich wird diese Limitierung auch wirklich ausgeschöpft. Das wiederum gefällt mir. Ja, ich hoffe, euch hat die Uhr auch gefallen und ich hoffe, ihr freut euch ähnlich wie ich oder mein Schwager über diese schöne Uhr. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bleibt in jedem Fall gesund. Freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Euer Axel.